Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Just Cause 3. Letztes Mal haben wir eine weitere Region komplett befreit. Und ja, sind jetzt dabei, die Sammelobjekte wieder einzusammeln dementsprechend. Ich werde versuchen, so schnell wie möglich alles auch einzusammeln. Auch weil ich noch nicht genau weiß, wie ich das machen möchte. So. Dann wollen wir das Grab öffnen. Ganz schnell hier das Sammelobjekt auch noch einsammeln und dann dahinterher. Wir haben erfahren, dass eine Limousine einen von Diravellos Spitzeln abholen soll. Klau sie und übernimm den Job, indem du dich als Fahrer ausgibst. Tag 1715. De Luca hat Duschko bei dessen Überführung ins Gefängnis wie geplant mit einem Stich in den Hals getötet. Anschließend habe ich De Luca auf der Flucht erschossen und dabei meine frisch gebügelte Uniform mit seinem Blut besudelt. Ich musste während der folgenden Panik die ganze Zeit daran denken. Es wird Zeit, dass Recht und Gesetz wiederhergestellt werden. Oh Gott! Sehr gut. Hol jetzt den Informanten ab. Kein Gefecht, sonst verrätst du dich. Okay. Na, nicht reinfahren. Das ist irgendwie ein Ochse, der seinen Besitzer begutachtet. Hör jetzt gut zu. Das Militär darf nicht wissen, dass wir seine Informanten kennen. Wir müssen sie ausschalten. Das war die beste Idee des Tages. Ja, fand ich auch. Ging schnell und zügig. Und es gab kaum Zeugen. So. Noch Beweise vernichten. Und ja. Hallo? Na, nicht mit mir. So, gut. Kandidaterweise wollen wir hier zum nächsten Punkt. Dementsprechend können wir das ja hier auch so machen. Gut, 93 ist meine persönliche Besting. Und ja. Wir haben hier wieder was frei. Ich sorge. Gut. Jetzt gucke ich, dass ich das hier als nächstes ansteuere. Moment, hat sich das jetzt... Ah, verdammt. Jetzt muss ich kurz gucken, ob das... Ah ne, das wurde eingesammelt. Genau, 15 von 21. Also ich kann doch relativ frühzeitig schon von einem zum nächsten Spot springen. Es sollte man aber dennoch vermeiden. Kandidaterweise sollte man überhaupt das vermeiden, sowas zu machen, weil könnte etwas schief gehen in manchen Spielen. Also immer warten, bis erstmal alles auch fix, fidel, picobello ist und alles auch funktioniert und von daher passt das.
Okay, hier war also doch was. Ich habe bloß nicht gemerkt. Ein Diravello-Band. Tag 1717. Ich habe die Verfassung außer Kraft gesetzt und versprochen, zur Demokratie zurückzukehren, sobald wir die gewalttätigen Elemente innerhalb unserer Gesellschaft ausgemerzt haben. Alle Vertreter des Volkes haben die Resolution unterstützt. Jetzt muss ich nur dafür sorgen, dass besagte Elemente weiterhin Öl ins Feuer meiner neuen Ordnung gießen. Tja, hat wohl einigermaßen gut funktioniert die Zeit über, ne? Nun ja nicht mehr, seit Rico gerade dir ein bisschen, sagen wir so, was wegnimmt, ne? Gut, wie dem auch sei, wir haben hier das nächste Sammelobjekt und müssen dann danach hier hin. Das nehme ich. Und das Coole ist, wir kommen sehr gut voran. Tatsächlich, Leute. Wenn wir überlegen, dass ich dachte, so, ich brauche mindestens 100, 200 Parts, um überhaupt die 100% zu schaffen. Ist das doch etwas einfacher, als ich gerade, ja, zu dem Zeitpunkt annahm. Nicht, dass das gut sein sollte, aber, ja. Wir verbrauchen doch nicht so viel Zeit und sparen uns sogar noch mal ein bisschen Zeit. So. Na gut, ich spare mir aber auch Zeit, weil ich ordentlich Tempo an den Tag lege. Und ich nicht grandioserweise lange warte auf den nächsten Spot, den ich auswähle. Gerade nur eingebildet gehabt, dass hier irgendwas steht. Naja. Nochmal 2 Kilometer, die wir zurücklegen übrigens. Nur um den Stuntsprung auszuführen. Ist das der richtige? Ja. Gut, hier oben ist ja auch nichts mehr. Ich gucke nochmal sicherheitshalber. Ne, sehr schön. Und ja, wenn wir dann hier unten alles haben, inklusive halt den Sandsprung. Ja, und wie man eine Art Sandsprung sammeln kann, aber hey, es ist just course, man kann hier alles sammeln. Sehr gut. So. Jetzt muss ich gucken. Hier ist der Weg zu dem Sprung. Das heißt, hier muss irgendwo eine Straße anschließen, logischerweise. Ach du grandioses Scheibenkleister.
Wir müssen wieder lange fahren. Na gut. Ich muss auch zu meiner Verteidigung sagen, es ist halt auch ein bisschen blöder Spot für den Standsprung. Gut, was brauche ich denn für ein Fahrzeug? Am besten ein sportliches Modell. Autsch! Sorry. Ich kann noch nicht mit Gangschaltung fahren. Nein, okay, Spaß beiseite. Es war gerade ein bisschen am Schmieren, das Fahrzeug. Aber für langsam fahren ist es auf jeden Fall nicht ausgelegt. Weil dann rutscht es wirklich ziemlich herum. Aber gut. Wollen wir doch praktischerweise mal die Zeit geschaffen hier. Sehr schön. Dann haben wir den Standsprung auch, können hier den Wegpunkt hinsetzen. Doch, ich kann hier irgendwie rausfahren damit. Ja, schön, weil dann kann ich mir das Auto nämlich auch einfach nutzen, um den Weg zu fahren. Und bei dem Tempo nutze ich doch gerne weiter. Gerade bei 500 Meter plus. Bei guter Strecke. Der Parkplatz. Das Auto ist im Jenseits. Das ist echt ein guter Parkplatz. Also das Auto, nicht wir. Okay, das Hügelgrab ist mal so integriert, dass man es fast nicht sieht. Okay, was fehlt hier noch? Ein klassisches Teil. Und wie gesagt, das ist ja hier. Also nochmal 1,5 Kilometer in die andere Richtung. Oder ein bisschen weniger. Warum mache ich mir übrigens den Spaß überhaupt mit dem Befreien und Sammeln und mache nicht die Story fertig? Auch wenn es ja ein Spiel ist, was GTA-like ist. Also ist nun mal Just Cause. Tatsächlich, es ist halt GTA-like. Haben wir das schöne Problem, dass einige Sachen wahrscheinlich nach Abschluss der Story nicht mehr erreichbar sind, glaube ich. Und deswegen versuche ich, das meiste jetzt schon mal abzusammeln. Weil ich halt nicht... Man üblicherweise weiß, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, etwas noch zu finden danach. So. Ah. Gut. Na, dann haben wir das auch abgeschlossen. Ne? Und dann bleiben uns eigentlich nur noch 3 Punkte übrig. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit Libik. Hier. Ah, da wollte ich doch beim letzten Mal weitermachen. Ich Schlaumeier. Okay, Schnellreise hierhin. Und dann können wir damit direkt loslegen und weitermachen. Warum mache ich mir den Spaß oder warum mache ich mir den Stress, könnte man sagen. Weil ist so, ne? So. 17 von 22 Teilen. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur noch 5. 5 Teile brauchen wir noch. So, hier war eigentlich nur noch die Wache in Chaos stürzen und dann ja, Flagge hissen.
Irgendwo hier soll was sein. Guck mal gerade hier drumherum. Aha. Und mit einem guten Gehör finden wir hier ein Diravello-Band. Tag 2082. Ein Jahr nach Dantes Ableben ist meine Autorität ungebrochen. Die Agency hat mich gebeten, mit einem örtlichen Mineral experimentieren zu dürfen. Bavarium. Wenn Sie sich dafür interessieren, tue ich das auch. Vielleicht schlummert ja nicht nur in meinem inaktiven Vulkan Energie. Okay. Ich immer wieder aufs Neue vergesse, dass ich nicht einfach Escape drücken kann, sondern die Steuerung-Taste drücken muss. Für den ganzen Spaß hier. So. Huch. Da war die Röhre im Weg. Er hatte keine Chance. So, wir machen hier mal ein bisschen. Nochmal Schlussverkauf. Kriegt man ein bisschen mehr Freisicht. Und ich schieße natürlich genau aufs Auto, was vor mir auf einmal steht, weil ich zu weit nach links dackel. Ha! Ich finde es wieder prima. Grandios, wie toll ich bin, ne? Ja, okay, Spaß beiseite. Machen natürlich trotzdem weiter. Oder, ja, nochmal von vorne. Sauberer Schuss. So. So, machen wir hier doch noch mal ein bisschen weiter auf. Überraschung! Achtung! Helikopterunterstützung nähert sich eurer Position. An alle Einheiten, findet den Rebellen. Verfolgung aufnehmen. Thank you.
Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Sichtkontakt wiederherstellen. Darf ich nochmal von vorne anfangen oder wie? Oh, ich krieg doch die Krise. Jetzt wird es doch etwas schwierig, die Orte einzunehmen, weil, ja, wenn ich natürlich grandioserweise es nicht mal schaffe, mit dem normalen Auswahlverfahren hier, ne? Dann habe ich keine Ahnung. Warte. Das Band ist auch wieder hier, oder was? Ach so, noch nicht gesammeltes Objekt, okay. Da steht ja in Relation zueinander, ne? Sichtkontakt verloren. Alle Mann ausschwärmen. Ist unterwegs zu eurer Position. Perfekt. Los, findet den Rebellen. Er darf nicht entkommen.
Keine Ahnung, Leute. Bin ich ganz ehrlich. Wir schicken einen Helikopter ins Zielgebiet. Keine Ahnung, was ich noch hier machen könnte. Ich mach schon so schnell wie möglich, also... Irgendwas stimmt hier nicht. Keine Ahnung, wie der jetzt gelandet ist. Ist mir aber auch relativ. Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Sichtkontakt wiederherstellen. Ich würde nur ganz gerne wissen, wieso und weshalb ich hier das nicht... Wir schicken euch Verstärkung. Ziel neutralisieren. Schnell! Werde ich übernehmen kann. Entsendung von Elite-Einheiten autorisiert. Alle Einheiten hierher. Und wir haben es geschafft. Das hat jetzt aber länger gedauert, als ich dachte. Und das ist eine Frechheit. Na gut, Garage in diesem Ort freigeschaltet. Somit können wir auch das sammelbare Fahrzeug auch direkt einsammeln. Und müssen nicht lange suchen. Nach einer Möglichkeit. Sofern ich es nicht zerstört habe in meinen Zerstörungswahn. Nein, habe ich nicht. Finde ich prima. Ja, dann pull mal die Garage gleich hier links. Wird mir sogar angezeigt. Großartige Neuigkeiten. Bergoletto ist wieder frei. Vergesst nicht, Freunde. So. Autostradkletter 300 ist freigeschaltet. Somit haben wir das. So. Jede befreite Stadt verringert den schädlichen Einfluss der DRM. Kämpft weiter. Und ja. Wir haben hier sogar eigentlich schon zwei von den ganzen Stützpunkten. Ich setze mal mir da einen Wegpunkt hin. Das ist ein Kilometer in die Richtung. Rico, wir brauchen dieses Fahrzeug nicht mehr. Okay. Ich sag sie sogar an, wenn wir auf dem Fahrzeug sitzen, was wir schon haben. Sehr faszinierend und interessant. Aber gut, darum geht es ja auch eigentlich nicht. Mir geht es darum, die beste Idee des Tages. Genau, so ungefähr. Schnell Weg zu machen. Und oh bitte sag jetzt nicht, dass ich was finde, was ich noch nicht habe. Nee, den haben wir schon, den Boliden. Oder wie man das nennt. Ich weiß nicht, zu Bulli sagt man ja auch immer Bulide. Ich weiß nicht, warum, weshalb, wieso oder woher das stammt, aber irgendwo ist das mal aufgetaucht und seitdem wird das grandioserweise ja so, ja, gehandhabt, will man fast schon sagen. Gut, wenn wir das hier schon unmittelbar in der Nähe haben. Tag 2091. Die Polizei bleibt durch ihr Festhalten an ethischen und rechtsstaatlichen Grundsätzen eine Gefahr für meine Pläne.
Dabei ist sie überflüssig und mischt sich in Angelegenheiten der Armee ein. Ich muss diese Institution loswerden. Aber eins nach dem anderen. Fundamente jeder großen Nation. Das Prinzip der Demokratie, das am lautesten von hypnotischen digitalen Kisten aus dem Westen verkündet wird. Und nicht mehr als eine volle Wahlurne, finanziert von nationalen Sicherheitsinteressen. Sehr schön. Na, da sind wir jetzt gerade ein bisschen vorbei dran. Da auch ganz leicht, aber jetzt haben wir es. So. Dann mache ich da einen dran. Hier mache ich zwei dran. Und ja, dann liege ich auch direkt schon. Ja, oder dann wieder los. Feindkontakt. Ist auch beseitigt. Alle Einheiten hierher. Hier Zentrale. Unterstützung ist unterwegs zu euch. Ja, unsere unbezähmbaren und tapferen Milizianer. Auch durch. Suchprotokoll einleiten. Findet ihn, so schnell es geht. Die Wahrheit. Noch mal, wo die restlichen Plakate sein könnten. Sichtkontakt verloren. Alle Mann ausschwärmen. Da ist noch eins. Hier Zentrale. Das Ziel ist immer noch da draußen. Findet ihn. Und ja, dann tippe ich ganz grob mal darauf, dass hier ums Eck wahrscheinlich eins steht. An alle Einheiten. Ja, da findet vorne. Den Rebellen. Verfolgung aufnehmen. Zu eurer Position. Ich bleib mal kurz dran kleben. Vielen herzlichen Dank. Deine Hilfe. Lieber Heli. Und ja, jetzt sollten wir auf jeden Fall gucken, dass wir uns auf den Staub machen. So. Beide Rebellen. Achtung, Helikopterunterstützung nähert sich eurer Position. Und ja. Ja, der Aufruhr ist weg, weil er die Flagge hisst.
Und somit haben wir auch das eingenommen. Gut, Leute. Letzte schnelle Möglichkeit ist, nochmal einen kleineren Ort zu suchen. Also nur so einen Schlüsselstützpunkt. Sprich, ja. Sowas hier. In der Hoffnung, dass das auch was ist und nicht, dass wir grandioserweise dann wieder irgendwo landen, wo wir schon, ja, waren. Ich finde zwar grandios, dass es auch ein Rennen ist, aber viel wichtiger ist ja, war ja klar, wieder nichts in der Nähe. Gut, warte mal. Da könnte noch was sein. Oder auch nicht. Gut. Dann bleibt eigentlich nur noch... Warte, nee, das ist von dem nächsten Punkt. Ich will ja hier in dem Bereich. Dann müssen wir da hin. Und das sind 3 Kilometer. Ach, komm schon. Mir wird auch nichts erspart, ne? Na gut, durch Luftlinie ist es jetzt nicht so schlimm. Und daher wir relativ schnell uns von A nach B bewegen. Aber gut. Trotzdem ist es leider ein größerer Ort und kein kleinerer Ort. Dementsprechend trotzdem nehme ich etwas ärgerlich dadurch. Oh, dann los geht's. Unterstützung ist unterwegs und müsste in Kürze bei euch sein. Hallo, 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 hallo. Helikopter am Anflug. Ich wiederhole. Helikopter am Anflug. Okay. Ei, ei, ei. Na super.
sein Zielgebiet. Los, finde den Rebellen. Er darf nicht entkommen. Wo ist er? Da. Achtung, wir schicken Panzer ins Kampfgebiet. Ach, ehrlich? Diesmal haben wir jetzt ein bisschen frühzeitiger weggeräumt. Verstärkung ist unterwegs. Durchhalten, Bodenteam. Wo sind hier? Ach, der ist ganz so weit auch noch da drin. Verstanden. Verstärkung ist unterwegs. Da. Andere Werbetafel ist da drüben. Zusätzliche Bodentruppen sind schon unterwegs zu euch. Und wo ist die letzte Sprechanlage? Die ist da vorne. Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Sichtkontakt wiederherstellen. Da. Gut. Dann hissen wir noch die Flagge. Machen gleich noch den Stuntsprung, der hier in unmittelbarer Nähe ist. Und ja, hier ist einer in der Nähe. Und dann ist auch erstmal wieder Part Ende, Leute. Dann haben wir wieder grandioserweise viel geschafft in Anführungszeichen geringfügiger Zeit. Wir haben auch hier die Garage freigeschaltet und einige neue Herausforderungen sowie 4 von 6 Ansiedlungen befreit. Das heißt, es fehlt auch noch zwei. Fahrzeug schon gebracht. Huch, steht auf der Garage tatsächlich schon ein Fahrzeug? Ah, tatsächlich. Das war eher, sagen wir mal, unbewusst gesammelt dadurch dann. Also wäre es dann gewesen. Dementsprechend, ne, müsst ihr auch mit sowas rechnen. Wisst ihr schon das Neueste? Vista Drakon wurde befreit. Kämpft weiter, meine Freunde. Autsch. Hey, der So, wir machen ganz kurz einen Jump hier runter, unfreiwilligerweise. Die Frage ist, ob ich mit der Karre überhaupt auf über 50 km/h komme, damit ich überhaupt den Sprung schaffe. Aber es sieht gut aus, solange mir jetzt nicht in die Quere kommt. Nichts in die Quere kommt, sorry. Gottes Willen. Tollkühner Teufelskerl haben wir gerade freigeschaltet. Das heißt, wir haben alle Stuntsprünge gemacht im gesamten Spiel, glaube ich. Würde ich mal behaupten, jetzt in Anführungszeichen. Auf jeden Fall kriegen wir gerade den Monster Truck. Und das finde ich ganz cool. Perfekter Parkplatz. Und ich würde sagen, da wir gerade den Monster Truck freigeschaltet haben, nur so gedanklich, wäre es, glaube ich, ganz gescheit, wenn ich den auch einmal auspacken würde. Aber das machen wir im nächsten Part. Und ich würde sagen, wir gucken mal ganz kurz in die Statistik und gucken in den Rider Sammelobjekte, in Anführungszeichen, und gucken dann. Mal sehen. Gibt es hier eine Aufzeichnung von Stuntsprünge? Warte doch. Tollkühne Sprünge, hier. 13-13. 30-30. 10-10.
7-7, ja. Wir haben alle Sprünge abgeschlossen. Somit haben wir das quasi abgeschlossen. Und ja. Ich würde sagen, beim nächsten Mal geht es dann hier mit dem Monster Truck weiter. Von daher würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus. Haut rein und ciao. Tschüss.